Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Manonym Mittwoch. Ja Leute, es ist wieder 14 Uhr an einem Mittwoch und das heißt natürlich, es werden wieder geile Fragen von euch beantwortet. Ich habe wieder einen Kollegen dabei und zwar einen Kollegen, den wir schon mal dabei hatten. Grüß dich, Fritte, willkommen zurück. Hallo Manu, willkommen zurück. Schön, dass ich nochmal dabei sein darf hier. Ja, freut mich auch, dass du nochmal Lust drauf hattest, ne, auch. Ja, ich bin hier gespannt, was jetzt hier noch für Fragen uns gestellt werden. Ja, ich bin auch gespannt. Und deshalb würde ich sagen, schnacken wir natürlich nicht lange rum. Bevor wir die Fragen beantworten, möchte ich nur nochmal an der Stelle erwähnen, Leute, wenn ihr weitere Fragen für diesen Podcast stellen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Vor allem natürlich über die Plattform Telonym, ne, ist alles verlinkt. Deshalb findet ihr auch meinen Account relativ schnell. Da könnt ihr gerne weitere Fragen stellen. Ansonsten nehme ich aber auch ab und zu Fragen rein, die mir auf Instagram, auf Discord oder auf YouTube gestellt worden sind. Ihr solltet es halt nur vielleicht kennzeichnen, dass die Frage halt eben für den Podcast hier gedacht ist. Und dass ich die jetzt nicht als Kommentar beantworten soll, sondern eben hier, ne? So ist es. Aber das mal nur noch nebenbei. Ich glaube, ich habe es auch noch nicht so oft erwähnt. Und deshalb würde ich sagen, starten wir mit der ersten Frage. Und zwar ist die erste Frage: Könntest du auf einen deiner fünf Sinne verzichten? Boah, das ist eine krasse Frage. Tja, wenn man die Frage jetzt wieder ganz genau nimmt, dann könnte man jetzt einfach antworten, nein. Oder ja. Wow! Also ich würde sagen, nein, nicht wenn ich es müsste, aber könnte ich das? Wahrscheinlich ja. Ich meine, es gibt ja auch blinde oder taube Menschen, daher kann man es wohl. Aber ob man es will, ist die andere Sache. Aber ich glaube, die Frage ist eher auf was für einen dann, ne? Ja, ich glaube, das ist eher so gemeint, wahrscheinlich. Das ist schwierig. Also ich würde generell natürlich sagen, dass, ja, natürlich wollen würde das niemand, aber ich glaube, es ist halt vor allem für die Leute einfacher, auf einen Sinn zu verzichten, wenn man den seit Geburt schon nicht hat. Ne, du hast gerade Blinde als Beispiel genannt. Genau. Also, ja, Leute, die von Geburt an nicht sehen können, ich glaube, die haben es natürlich schwerer im Leben, ne, als Menschen, die jetzt gesund auf die Welt kommen. Ja. Aber trotzdem wird es für die einfacher sein als für Leute, die jetzt durch einen Unfall oder irgendwas irgendeinen Sinn halt verlieren, ne? Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Wenn ich mich jetzt für einen Sinn entscheiden müsste, auf den ich verzichten wollen würde, ja, wollen nicht, aber Müsste, ja. müsste, welcher wäre das? Hättest du eine Antwort so spontan? Also, der Geschmackssinn wird doch in erster, also sowas, Sachen schmecken wird doch in allererster Linie über die Nase gemacht, ne? Ja, das ist richtig. Das ist Das richtig. heißt, schmecken tut man an sich nur scharf oder sauer oder solche Geschichten. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich den Geschmackssinn nehmen. Wenn ich dann immer noch Sachen halbwegs schmecken kann durch den Geruchssinn, Ja, ich verstehe, was du meinst. dann würde ich wahrscheinlich den nehmen, weil ich da einfach am wenigsten Einschränkungen hätte, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Die Frage ist halt, also das weiß ich jetzt nicht, ob man, also zu welchem Teil schmeckt man über die Nase? Wie groß ist dieser Teil? Ich würde da halt sagen, entweder ich verzichte auf den Geruchssinn oder auf den Geschmackssinn. So wie ich halt trotzdem noch besser schmecken kann, so blöd es jetzt klingt. Aber Okay. es wird, also ich würde eins von den beiden nehmen, so. Also wenn ich jetzt, ja, trotz Geruchsverlust,
trotzdem noch einigermaßen schmecken könnte. Aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube, der Geruchssinn macht da schon viel Da kannst aus. du halt wirklich nur noch so Ja. Basic-Zeug schmecken, also wenn was scharf ist oder so, ja. Ja. Ja, ich glaube, dann würde ich auch auf den Geschmackssinn verzichten, so an sich. Ja. Ja. Ich glaube, da geht tatsächlich mehr über die Nase, auch wenn es crazy klingt. So. Ja. Aber man kennt es ja, wenn man mal erkältet ist und irgendwas isst, Ja. ja, dann kriegst du halt Schmeckt viel halt mit nicht von mehr. denen. Genau, ja. Da bleibt halt nicht mehr viel übrig, außer salzig oder süß. So ist es, ja. Genau. Ne, dann würde ich da die gleiche Antwort wie du nehmen. Da sind wir uns dann wohl anscheinend einig. Schöne Sache, ja. Und ja, zweite Frage ist, was denn unsere Meinung zu Rauchen ist? Soll ich hier anfangen oder? Ja, da würde ich dir jetzt wieder den Vortritt lassen. Okay. Ja, ist natürlich obviously ungesund. Von daher, ja, rauchen, ey. Ich meine, die wenigsten Leute machen es. Ja, doch, irgendwo entscheidet man sich schon aktiv dafür, ne? Aber irgendwann ist ja einfach im Endeffekt eine Sucht. Ja, man Also. entscheidet sich am Anfang dafür, würde ich sagen, so. Genau. Und irgendwann ist es dann halt so, weil man nicht mehr ohne kann. So ist So es, wie ja. wir ohne YouTube nicht könnten. Wenn man das so vergleichen will, ja. Ist unsere Sucht so gesehen. Ja. Auch wenn in abgeschwächterer Form, so. Genau, in abgeschwächter Form, okay. Ja, also was soll ich dazu finden? Was soll ich davon halten? Ist halt, muss jeder selbst wissen, wer es machen will, aber. Ich bin ganz froh, dass ich kein Raucher bin. Und ich finde Rauchen halt an sich, es gibt einem sehr wenig dafür, dass es sehr schädlich ist. Von daher finde ich es ehrlich gesagt doof. Und sehr teuer, möchte ich auch mal Und sehr anmerken. teuer, auch das noch, ja. Ich meine, meine Eltern rauchen ja so, ne? Also meine Mutter raucht, mein Stiefvater, mein leiblicher Vater raucht, seine Freundin raucht, also deshalb, Liebe Zeit, ey. so ich kenne schon ein paar Leute, die rauchen, also es rauchen auch noch mehr Leute, die ich kenne. Deshalb, ja. Also, wenn sich jemand dafür entscheidet, so, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Aber ich finde es halt auch einfach nur schrecklich an sich. So, es stinkt, es ist Ja. ungesund, es ist teuer, wie gesagt. Man hat ein hohes Risiko, dass man natürlich auch an irgendwas erleidet, so wie Krebs zum Beispiel, ne? Ja. Da hat man dann auch schon ein vergleichsweise relativ hohes Risiko. Und deshalb finde ich es auch echt schrecklich, muss ich sagen. Ich möchte es natürlich niemandem verbieten, der jetzt raucht oder andere Drogen zu sich führt, nenne ich es jetzt Das mal. können wir auch gar nicht, ja. Aber irgendwie, also ich finde das auch, ist eine schreckliche Sache und das. Sowas überhaupt irgendwann mal legal gemacht wurde, ne? So, das finde ich auch ganz schrecklich. So, ich finde so, es sollte nichts erlaubt sein, so in dem Punkt. Es sollte rauchen, sollte verboten sein. Alkohol meiner Meinung nach ja auch. Oder zumindest ab einem, ja, ab einer gewissen Alkoholstärke, ne? Wie nennt man das? Prozentanteil, ne? Nenne ich es jetzt mal. Um, und Promille, auch glaube ich. und Ja. sonstige Drogen sind ja auch verboten, ne? Deshalb, also ich finde, das ist so, wenn es verboten wäre seit eh und je, dann würde auch jeder ohne das klarkommen, so, ne? Irgendwie, das ist schon Ja, das stimmt schwierig hier. natürlich, klar. Ja. Das ist absolut richtig. Deshalb, also sowas hätte man halt nicht einführen dürfen, meiner Meinung nach, so. Jetzt das jemandem wegzunehmen ist schwierig, aber so, man hätte einfach so das gar nicht erlauben sollen an sich. Aber okay, naja, was willst du machen? Ja, so ist es. Waren halt auch andere Zeiten, als das erfunden wurde. Ja, klar, natürlich. Da wurde sich darüber wahrscheinlich noch nicht viel Gedanken gemacht.
Nee, nicht wirklich. Ob So das irgendwie dieses. schädlich sein könnte. Ja. So heute ist man ja bewusster gesund oder ungesund, ne? In seinem Ja. Leben. Ja. Aber gut, kommen wir zur nächsten Frage, zur dritten Frage für heute tatsächlich schon. Und zwar ist diese Frage: Was war dein Lieblingsspiel als Kind? Oh, da weiß ich auch schon meins. Mein Lieblingsspiel als Kind. Ja, weißt du es noch oder willst du noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken? Also jetzt schon Videospiel, ja? Jetzt schon ein Videospiel, ja. Ja, dann wüsste ich es auf jeden Fall. Das ist nicht schwer. Und zwar? Das wäre dann Super Mario 64. Ganz einfach. Ja, okay, easy. Easy, also wirklich ganz easy. Wirklich ganz easy. Ich Ja. meine, muss man da noch groß drauf eingehen? Ich glaube nicht. So. Das ist eigentlich nicht. Also, keine Ahnung, war halt zur damaligen Zeit ein sehr, sehr cooles Spiel. Ja, hat mega Spaß gemacht. Auch wenn ich am Anfang gar nicht verstanden habe, was man da so wirklich machen soll. Ich bin einfach durch die Welten gehüpft und hatte meinen Spaß dran. Ich habe nicht mal Sterne gesammelt ganz am Anfang, das weiß ich noch. Oh Mann. Ja, keine Ahnung, aber nee, also das ist definitiv mein Lieblingsspiel aus der Kindheit gewesen. Ja, kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Ich meine, Super Mario 64 ist ja natürlich auch mein zweitliebstes Spiel aller Zeiten. Was bemerkenswert ist, weil du doch noch mal eine Ecke jünger bist als ich. Auf jeden Fall, ne? Aber da merkt man auch einfach, dass das ein grandioses Spiel ist. Was auch heute noch Spaß machen kann, Ja, zeitlos auf jeden wenn man Fall. sich ein bisschen reinfuchst. Ich glaube, für manche ist es vielleicht auch gewöhnungsbedürftig mit der Steuerung. Aber das Problem Ja. habe ich halt nicht so. Ich komme auch oft mit Alterssteuerung auch klar so, ne? Ich habe ja auch schon noch ältere Spiele gezockt, ne? Da bist du ja eher ein bisschen abgeschreckt, glaube ich. Das stimmt, ja. Also im Super Nintendo zum Beispiel kann ich tatsächlich wenig anfangen. Ja, das ist so, also Super Nintendo, das ist so die Konsole. Ich finde, ab der sind die Spiele gut gewesen. So, NES finde ich auch eher schwierig so. Aber ich finde, auf dem Super Nintendo, da waren die Spiele schon sehr, sehr gut. Und da kann man auch noch einige gut spielen. So, Super Nintendo, das ist, ja, vielleicht sogar die zweite, die beste 2D-Konsole, würde ich vielleicht sogar sagen, für 2D-Games. Und ja, jetzt möchte ich natürlich auch noch mein Lieblingsspiel sagen, was ich als Kind hatte. Das ist bei mir nicht mehr aktuell so. Aber als Kind war mein Lieblingsspiel Mario Kart DS. Ui. Eben weil das so das Spiel war, was ich auch am aktivsten gezockt habe in meiner Kindheit. Ich hatte ja bis zum Nintendo 3DS keine eigene Konsole und auch keinen eigenen Handheld oder so. Und deshalb konnte ich halt damals nur bei meinem Cousin zocken, bei ihm zu Hause. Und da Okay. habe ich halt meistens Mario Kart DS gezockt. Ich weiß noch, da war ich auch immer auf dem achten Platz, so. Das war, also für mich war das schon ein großer Erfolg, wenn ich mal auf Platz 7 war, so. Ja. Und ich weiß noch, also mein Cousin, der hat mich dann auch immer ein bisschen so hochgenommen, sage ich mal, ne? Damit, dass ich ja immer nur Achter wurde. Aber ich konnte ja nur bei ihm zocken, ne? Und ich hatte trotzdem einen Heidenspaß an diesem Spiel, muss ich schon sagen. Das war, also ich würde sagen, das war das erste gute Handheld Mario Kart. Es gab ja schon Mario Kart Super Circuit, aber Ah, ja, okay. darüber braucht man nicht reden. Das ist Ja, halt das auf Super kann man Mario halt Kart überhaupt Niveau. nicht vergleichen. Ja. Ja. Also Mario Kart DS. Auch das erste gute Mario Kart auf einem Handheld. Ne? Ja, also Deshalb. Mario Kart DS habe ich auch mal eine Zeit lang sehr gern gespielt, tatsächlich. Das will bei mir schon viel heißen, weil ich eigentlich gar kein Handheld-Typ bin, aber Das stimmt, du bist ging. ja eh mehr so der Konsolentyp, ne? Ja. Ja. Ich glaube, einen Oder auch nicht. 3DS hattest du ja zum Beispiel auch nicht jetzt, ne? Nee. Genau, das war ja das erste, was ich Genau. besessen habe. Also selber besessen habe, ne? So, wie gesagt. Heftig, ey.
Ja. Aber mittlerweile, ne? Also mittlerweile ist mein Lieblingsspiel Super Mario Odyssey. Da sind wir ja auch ein bisschen anderer Meinung, aber ist okay, ne? Weil die Frage Aber war ich ja. verstehe, wie gesagt, also da habe ich immer ein Verständnis dafür, wenn man das als gutes Spiel ansieht, so. Ja, immerhin das, ne? Aber es gibt Ja. verschiedene Ansichten. Ist ja okay. Genau. Und das war ja auch nicht die Frage. Von dem her alles gut. Die nächste Frage finde ich aber auch wieder sehr interessant. Und zwar ist das, wie viel Zeit nimmst du dir für Freunde? Da würde ich jetzt auch wieder zuerst antworten. Na klar. Und da muss ich tatsächlich, glaube ich, sagen, dass ich da wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass ich mir relativ wenig Zeit für meine Freunde nehme, die ich habe. So, das hat nicht den Grund, dass ich meine Freunde nicht mag oder so. Und auch, also, wenn jetzt Freunde mit mir was machen wollen, so, da sage ich eigentlich sehr, sehr selten nein, ne? So ist es nicht. Ja. Aber ich bin halt auch einfach ein Mensch, der sehr gut alleine klarkommt, der natürlich sehr produktiv sein will, ne? Und dadurch bin ich halt auch oft dazu verleitet, Zeit alleine zu verbringen, ne? Also jetzt abgesehen von meinen Eltern, die man halt, mit denen man sich halt vor allem beim Essen natürlich unterhält. Aber so an sich bin ich schon ein Einzelgänger manchmal, würde ich auch sagen, so. Nicht, weil ich in der Gesellschaft nicht klarkomme, also unter Leuten, aber so, ich habe halt einfach meine Ziele, die ich erreichen will, ne? So. Und das kann ich halt nur allein. So. Okay. Deshalb, ja, vielleicht sollte ich mir mehr Zeit für Freunde nehmen. Aber ich glaube, da haben meine Freunde auch Verständnis dafür, ne? Die wissen ja auch, was ich mache. Und ja. Sollte vielleicht trotzdem mehr Zeit sein, die ich denen widme. Ich weiß nicht genau, ne? Ich glaube, bei dir ist es ja. Wie viel Zeit nimmst du dir für Freunde? Ich meine, du hast ja auch dasselbe Hobby, aber auch eine Freundin. Ich weiß nicht. So. Ja, ist halt jetzt wieder die Frage, ob man die Freunde dazu zählen will. Laut Definition schwierig. Schwierig, Wenn ne? man die Ja. Freunde dazu zählt, klar, für meine Freunde nehme ich mir Zeit, das ist auch logisch, aber jetzt mal so wirklich nur für Freunde, da sieht es wirklich anders aus. Also da bin ich eher bei deiner Antwort tatsächlich. Okay. Ja, ist halt alles eine Zeitfrage und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich sowieso nie so der Typ war, der viele Freunde hatte, auch in der Vergangenheit nicht. Also in der Regel hat sich das dann immer auf so ein oder zwei, mit denen man halt eine sehr, sehr enge Freundschaft hatte, beschränkt. Ja gut, das ist dann aber auch wichtiger, finde ich. Also gute Freunde zu Genau. haben als viele, so. Ja, habe ich halt auch immer so gesehen. Ja. Und dementsprechend, ja, hält sich das alles in Grenzen. Aber klar, jetzt Freundin, wie gesagt, kann man da so ein bisschen ausklammern, weil ich wohne ja auch mit ihr zusammen. Da ist ja das mit dem Zeitnehmen fast schon notgedrungen. Ne? Also muss man ja gar nicht mehr aktiv was machen. Ja, klar. Man macht es ja schon so. Das macht es natürlich auch noch mal einfacher, aber ja, ob man Freundin dazu nehmen kann, so schwierig, ne, tatsächlich. Ja, genau. Also würde ich jetzt per Definition nicht dazu zählen, aber Ja, ja. ich jetzt auch nicht. Aber okay, dann sind wir da auch ähnlich. Beziehungsweise bei dir ist es mehr so die Zeit. Die ist wahrscheinlich bei dir mehr so der Grund. Und bei Naja, mir ist es aber halt, das ja. muss man halt auch, muss man auch sagen, ehrlicherweise, es sind auch die Prioritäten. Also, Ja, das ist ja klar. nicht so, dass ich keine Zeit hätte, aber ich nehme halt jetzt hier lieber einen Podcast auf, statt mit irgendwem, naja, draußen rumlaufen wäre jetzt eh schon wieder verboten, aber davon abgesehen, ja. Ja, klar. Nee, aber ich glaube schon, dass es. Also, du hast, glaube ich, schon weniger Zeit als ich, ne? Ja, Und bei mir wahrscheinlich. ist es halt mehr so auch das. Ja, ich glaube, bei mir sind halt die Prioritäten vielleicht noch mal ein bisschen extremer, weil ich hätte schon wahrscheinlich mehr Zeit als du, würde ich schon schätzen, so. Glaube ich auch, ja.
Ja, es ist halt auch der Unterschied zwischen der Arbeitswelt und der Schulwelt, ne? So ist es, so ist Ja. es. Deshalb, das kann bei mir später auch noch ganz anders werden. Dass ich dann sage, okay, hier mit meinen Hobbys ist jetzt nicht mehr so viel. Jetzt müssen wieder die Freunde mehr Zeit bekommen. Keine Ahnung. Wird sich alles im Laufe der Zeit herausstellen. Wir werden sehen, ja. Aber gut, ich würde tatsächlich sagen, dass wir dann zur letzten Frage kommen. Und zwar, ja, was ist das? Okay. Okay. Ups. 64, Frede. 64.64. Oh Mann. Ja, das Allerwichtigste auf der Welt. Was ist das für dich? Allerwichtigste auf Sch der Welt. schwierig, würde ich sagen, ne? Alter Schwede, ey. Ja, da würde ich, also wenn man das ganz allgemein beantworten soll, dann würde ich definitiv sagen Gesundheit. Jetzt, egal ob bei einem selbst oder bei anderen, die einem wichtig sind, glaube ich, ist das die offensichtlichste Antwort, Ja, weil würde ich auch Da sagen. denkt man immer nicht so drüber nach, wie wichtig das ist, aber ich glaube, wenn es einem mal schlecht geht, dann merkt man es erst. So. Also ich glaube Daher würde halt ich. vor allem so kerngesunde Menschen, so, die denken wahrscheinlich wenig darüber nach. So, Ja, natürlich, klar. ich denke jetzt zum Beispiel ja auch mehr nach über meine Gesundheit als jetzt andere, du vielleicht auch, ich weiß nicht, aber ja. Ja. Nee, deshalb, Ja. ja. Also ich würde auch sagen, so Gesundheit ist so. Natürlich, wenn man es sehr allgemein formulieren will, natürlich das Wichtigste. Aber auch die engste Familie zumindest würde ich auch dazu zählen. Definitiv Ich auch, weiß nicht, ist ja. vielleicht auch von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich finde halt vor allem so. Meine Eltern finde ich sehr wichtig für mich vor allem, ne? Ja. Aber natürlich auch Gesundheit so. Deshalb, da würde ich dir da zustimmen, auf jeden Fall. Ja, aber da, also das, deine Antwort absolut richtig. Die war jetzt aber, sollte jetzt meine Antwort nicht ausschließen, ne? Sondern wie gesagt, also Nee. Gesundheit in dem Sinne auch, dass es natürlich auch einem oder mir sehr wichtig ist, dass es den Leuten, die ich mag, dass es denen auch sehr gut geht. Ja klar, das ist ja so ein Zusammenspiel auch ein Dementsprechend, bisschen, ne? genau. Ich habe dich Ja. schon verstanden. Also so, wenn es der Familie gesundheitlich schlecht geht, so, dann ist auch scheiße, natürlich. Ja, eben. Und deshalb, also da spielen beide Punkte, finde ich, ein bisschen zusammen auch so. Ja, zusammen so das Allerwichtigste auf der Welt ergeben. Ja, das Ansonsten stimmt. sind natürlich persönliche Ziele auch wichtig. Aber die können auch vernachlässigt werden für die Familie, für die Gesundheit. Genau. So ist es. Gut, Friede. Dann würde ich doch sagen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ja, Es natürlich war mir gerne. wieder eine Freude. Das ist ein ganz ungewohntes Aufnahmefeeling irgendwie. Irgendwie schon, ne? Wir sind immer Ne, nur im Vergleich beim zu Zocken sonst. zusammen so. Ja, genau. Und jetzt Ja. auf einmal hier so voll die tiefen Themen besprechen, ganz ungewohnt. Hat einen ganz anderen Vibe, ne? Finde ich auch. Ja, Deshalb auf habe ich jeden mich auch Fall. dafür entschieden, so das hier jetzt mal so zu machen. Weil wenn man ein Spiel nebenher zockt, ist doch was anderes. Hat man doch auch das Spiel im Definitiv. Kopf. Definitiv, ja. Ja. War ja auch damals bei den Themen-Let's Plays so ein kleiner Kritikpunkt von dir und von anderen auch. Ach, andere auch, nicht nur ich. Ich hatte immer Angst, dass ich da Ja, immer nur der vor allem war. du. Ah, Ich vor allem wollte du, jetzt okay. nicht nur dich nennen, so. Ja, na super. Nee, aber ist berechtigt, ist berechtigt. Genau, Leute, ja, dann würde ich sagen, bleibt aktiv dabei, ne, bei diesem Podcast. Mir macht es sehr viel Spaß. Schreibt weitere Fragen natürlich auf Telonym, auf Instagram, Discord, YouTube. Was auch immer euch am liebsten ist, auf Telonym ist es halt anonym, was vielleicht sehr angenehm ist für einige.
die jetzt sich nicht trauen, irgendwas zu fragen, wenn man den Namen sieht. Aber ansonsten könnt ihr natürlich auch gern Feedback zu diesem Podcast geben. Ich möchte es ja auch noch in Zukunft ein bisschen ausbauen und ein paar Unterkategorien einbauen, dass die Haupt, ja, der Hauptteil trotzdem noch dieser Frageteil bleibt, aber dass wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Abwechslung reinkriegen. Gut, Leute, ich würde dann aber sagen, schaut bei Frede natürlich auch vorbei, auf seinem YouTube-Kanal vor allem, ne? Da ist er am aktivsten. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Fritte, an dich fürs Dabeisein. Wie immer gerne. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.